Hallo zusammen, ich bin Trösch Andreas, arbeite seit 22 Jahren bei der Stadt Thun und arbeite jetzt 8 Wochen auf der Elektrokehrmaschine und möchte euch gerne heute mitnehmen auf meine Tour. Los geht's! Jetzt 8 Wochen die elektrische Kehrmaschine und bin sehr positiv überzeugt. Es ist viel ruhiger in der Kabine. Im Schnellgang hört man fast nichts mehr vom Motor. Beim Kehren ist es auch viel ruhiger als in der Dieselkehrmaschine. Vorteil ist sicher in der Innenstadt, wenn wir Frühreinigung machen, in den Wohnquartieren, wo die Leute noch schlafen, ist es viel ruhiger. Man hört sicher die Besen und die Saugturbine, aber gegenüber der Dieselmaschine ist sie viel ruhiger. Auch Samstag, Sonntag, wenn wir reinigen, ist es ein Vorteil, die ruhige Maschine, weil wir reinigen auch neben Restaurants durch, neben Naherholungszonen, und dann ist es viel ruhiger, wenn man direkt neben dem Tisch durchwischt und es riecht auch nicht mehr nach Treibstoff. Ein Vergleich zur Dieselmaschine ist auch interessant. Ich war lange auf der Dieselmaschine und jetzt seit 8 Wochen auf der Elektromaschine. Ich fühle mich ein bisschen weniger gestresst am Abend, vor allem ich bin ein bisschen entspannter, als wenn ich den ganzen Tag auf der Dieselmaschine fahre. Wahrscheinlich, weil ich viel weniger Geräusche habe. Für mich die Saugleistung ist identisch zur Dieselmaschine. Ich könnte da keinen Unterschied feststellen. Auch mit grosser Verschmutzung, wenn Sie Gras mähen, konnte ich es nehmen, an grossen Veranstaltungen, Innenstadtfest, Becher und alles, was rumliegt, problemlos. Laub habe ich auch schon gekehrt, geht auch super gut. Von dem her kann ich nur rühmen. Natürlich auch den Werkhof. Indoor-Reinigung in der Halle ist die Elektromaschine ein Riesenvorteil. Man hat keine Abgase mehr, die stinken in der Halle und auch dort weniger Lärm. Also, es ist Mittag, jetzt gehen wir etwas essen und Nachmittag haben wir gegen noch einen Akku für dazwischen. Einen guten. Bahnhof liegt auf 552 Meter und wir haben die Gemeinde Biscoldiville zu kehren. Die liegt dann bereits die oberste Straße auf 1000 Meter. Und wir waren im Berg. Sie ging problemlos den Berg hoch, sogar schneller als die Dieselmaschine im Schnellgang. Wir sind im Goldiville angekommen, auf 1000 Meter, im Durchschnitt von 47 Stundenkilometer hochgefahren. Kein Problem, Gummis sind warm. Weiter so! Mit der Elektrokehrmaschine brauche ich im Kehrbetrieb 7 bis 10 kW. So kehre ich den ganzen Vormittag und kann die Mittagspause machen ohne Zwischenladung. Der Akku hat vom Hersteller eine Garantie bis zu 5000 Ladezyklen. Und wenn wir jetzt wie bisher einmal im Tag laden, dann könnten wir 365 Tage laden im Jahr. Und das gäbe dann 13 Jahre, wie die Maschine so fahrtauglich wäre. Wir sind jetzt wieder in Thun und beim Runterfahren hat sie rekuperiert etwa 3% Strom haben wir wieder auf dem Akku, mehr als vorher. Jetzt kommt wieder etwas Spezielles. Die kleinste Unterführung, die wir kennen, die wir jetzt schauen. Aber schon jetzt anders.
Also wir haben jetzt ausgerechnet, dass wir mit Nachtstrom laden, mit 12 Rappen das Kilowatt. Und dann habe ich eine Akkufüllung von 6 Franken, wo ich einen ganzen Tag fahren kann. Das ist natürlich im Vergleich zum Diesel, ist das wahnsinnig. Das sind ja 10-mal weniger. Also der Tag ist beendet, wir haben den Care fertig gekehrt, haben immer noch Akku genug, wir haben noch 40%. Und ich glaube, es war ein erfolgreicher, interessanter Tag. Mir macht der Spaß, hoffentlich euch auch.